Hallo, willkommen bei Likra. Heute mache ich mal eine Reaction. Ja, wir reagieren heute auf Julien Bam, den letzten, also den Song aus der Bohne, Akt 3. Neuestes Video, gestern rausgekommen. Ich muss zugeben, ich habe es schon mal angeschaut. Ich konnte nicht widerstehen. Ja, ich habe eine Zahnspange. Ich glaube, ich habe das noch in keinem Video gehabt. Und mir die Haare geschnitten. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, auf jeden Fall habe ich es gemacht. Normalerweise nehme ich immer da hinten auf. Das ist eins ein bisschen voll belegt. Und zwei, ja, da habe ich halt keinen. Bitte. Deswegen nehme ich das hier auf. Ja. Fragt mich nicht, warum ich dann einen zweiten Stuhl habe. Warte, jetzt sieht man ihn. Da. Auf dem Video ist es verkehrt herum. Auf der Seite. Okay, ja. Falls da irgendwas beim Vorhang ist, die Katzen spielen die ganze Zeit. Ja. Ja, let's go mit dem Video. Gib mal so drauf. Los. Was bisher geschah. Wir müssen Julia finden. Sie wurde entführt. Von denen hier. Wie, es geht noch einmal was schief. Ich kann dir uns helfen. Julia zu retten war eine Scheißidee. Was Knast werden wir jetzt gegessen? Fass unseren Nachtisch nicht an. Hier könnten wir vielleicht Julia finden. Du! Hey Jungs, Rezo hier hat mich gerettet. Die Masken sind fast am Ziel. Ihm fehlt nur noch das letzte Puzzlestück. Ein seltener Stein, der nicht von dieser Welt ist. Aber beeilt. Ah ja, ich werde dann auch noch zu den anderen Teilen sagen, halt. Falls euch irgendwas auffällt, dass das mit anderen Teil verbunden ist, wenn ich das nicht sage, schreibt bitte in die Kommentare. Ich hab's auf jeden Fall. Also, ich werde es dann auf jeden Fall am Schluss, wenn wir uns vielleicht auch noch andere Teile anschauen. Die Masken werden immer stärker. Die haben alle unsere Boden zerstört. Ich schreie auf. Keine Bewegung. Ich gerade euch im Visier. Dein Tattoo sagt, wir sind da. Falls ihr euch das Osterhasen-Video noch nicht angeschaut habt, es ändert mit dem. Ja, so. Ich will jetzt nicht spoilern, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Schaut es euch auf jeden Fall an, es ist ein sehr tolles Video. Der Osterhase, was ist hier los? Was machen wir jetzt? Jungs, steckt euch alles ein, was wertvoll aussieht. Nein, mein Teenage Crush. Was zur Hölle machst du da, John? Ich will mir ein Autogramm vom Osterhasen. Er war mal Star. Bring mir jetzt mit. Hier scheint irgendwas geklaut worden zu sein. Aber nicht von mir. Was brauchst du da so lange? John! Sorry. Da kommt jemand! Jungs! Was ist das? Guck mal, das hat der Osterhase in der Hand. Was ist das? Jetzt lasst den Perry in Ruhe, versteckt euch lieber! Endlich haben wir euch zwei Asiaten. Asiaten? In meinem Laden? Ihr just steht mir bei. Illegaler Anbau, Entführung und Mord. Zack, das gibt eine Gehaltserhöhung. Wir wohnen hier. Nein, tut ihr nicht. Verdammt, die sind gut. Aua, ich schwebe. Halt die Klappe, John. Sonst hier drin. Mein Arsch ist nicht ready für den Knast. Ich weiß, es geht nicht immer alles optimal. Ey, wow, mein Arsch ist aber nicht ready dafür. Mach die Klappe, lass mich mal sehen. Oh, das Amour vom Osterhasen ist verschwunden. Ja, Mann, weil er getötet wurde. Und langsam wird mir das echt zu gefährlich. Das Pergament. Zeig mir nochmal das Pergament vom Hasen. Schnell. Ah. Ich weiß jetzt, wo der Stein ist, von dem Rezo gesprochen hat. Oh.
Hey, Jones ist ein Fan. Oh, nee, nicht der schon wieder. Boah, ey, Julian, ey, John, ey, ihr hier? Was haben Sie denn mit dir gemacht? Ihr habt das mit mir gemacht. Nach der Explosion und dem Tod von Merlin. Harry, was passiert? Es war eine Falle, Jungs, scheiße. Nehmt mein Pager. Habt ihr beiden mich bei der Polizei verpfiffen? Der Verrückte wollte uns umbringen. Der hat unseren Freunden die Luft gejagt. Derby. Ich habe jahrelang trainiert, um mich an euch zu rächen. 100 Sit-ups. 100 Liegestütze. 100 Kniebeugen. 10 Kilometer laufen. Das jeden Tag. Und Steroide? Alle. Wir mussten nicht verpfeifen, weil... Weil? Damit wir einen Plan machen können, wie wir dich wieder rausholen können. Lüge! Verdammt, er ist gut. Auf! Hilfe! Zwei Stück Seife, bitte. Du? Ja, bin schon dabei. 21 Pilots. Ich erklär dir, warum ich nicht in den Knast kann. Kleine Tarnstoffe, Arme und ich hab Platzangst. Nach jedem Horrorfilm wein ich die ganze Nacht lang. Mein Spiel des Lebens zieht sich nur auf der Ersatzbank. Auch vor Covid war ich auf 2 Meter Abstand. Nie mehr Gym, weil sie mich tot ausgelacht haben. Meine Freundin lässt mich immer noch fast dran. Mein bester Freund ist nur ein Astmann. Jede Kommunikation wird mir voll schwer. Bitte nimm mir das nicht übel, man das erfährt. Ich hab Anxiety und ich beide fehlen. Ich bin frei. John, ich bin frei. Oh nein. John. Oh, scheiße. Okay, cool, schön für dich. Jetzt hol mich hier raus. Warte. Nein. Was? Du hattest recht. Ich will dich nicht mehr in Gefahr bringen. Ich muss diesen Stein finden. Alleine. Hier bist du sicher. Nein, nein, ey. Ey, hol mich hier raus, du dreckiger Stich. Komm zurück. Keine Sorge, John. Ich bin jetzt dein Freund. Soll ich uns nur umarmen und... Was? Was? Nein, du Mann! Schau dir das Video auch an. Stopp! Wohin des Weges? Gefangenenüberführung. Ach, Erich, Mensch, bist du nicht im Urlaub, sag mal? Ja, Mikko, was mit den ganzen Mädels oder nicht? Und warum siehst du eigentlich so bleich aus? Geht's dir gut? Was hast du da eigentlich mit dem Knecht dafür? Ganzkörperinspektion, vielleicht Drugs im Arsch oder so. Ah, deine Sonderbehandlung. Ich mach mich dann mal los. Tschüss. Wir müssen Erich feuern. Ja. Yeah. Die Seife. Bah! Lecker Seife. Muss ich auch mal ausprobieren. Zellenkontrolle. Scheiße. Wo ist er? Ey du, wo ist denn dein Freund hin? Ich habe keinen Freund mehr. Der hatte Platzangst, hatte gesungen. Wir müssen ihn finden. Los, los, los! Scheiße, Masken! Du musst mir helfen! Nein, nicht das! Du musst mir helfen, hier rauszukommen! Wieso willst du fliehen? Hier gibt es gratis Essen und Wohnen umsonst! Draußen wartet nur eine Inflation, Viren, Erderwärmung, korrupte Politiker und Igel. Ich wollte gerade sagen, dass so eine Brille irgendwie komisch ausschaut, aber ja. Wir schauen weiter. Die Masken, die sind hinter du her! Oh nein, die schneiden ihn auf und verkaufen seine Organe an. Egal. Schaust du viel TikTok? Richtig. Okay, ich muss sofort Joe retten. Ich brauche eine Armee. Eine Armee von Egals. Jetzt hör doch mal auf mit deinen Egals! Na gut, wenn du unbedingt hier raus willst.
andere weg. Wer seine Strafe nicht absetzt, ist ein Stück Scheiße. Und nur Scheiße im Kopf. Scheiße. Hey, du Penner! Willst du mitessen? Was? Es gibt katalanische Mauereidechse. Genau, davon gibt's tausende. Ja, schade, der ist weg. Ah, ich glaube, der hat gecheckt, dass er eine Ratte ist. So, noch ein bisschen hiervon. Na lecker, Schuh. Da noch ein bisschen. Und raus. Schau mal, da ist Daddy. Was, Tino? Nein, dein Dad ist doch... Und links, rechts, Beine nach vorne, Arme zur Seite und vorne, hinten. Übrigens, Leute, mit dem Rabattcode MARK, bekommt ihr 3% Rabatt auf Quatschino. Hilfe, ein Perverser. Shit, sie kennt meinen Browserverlauf. Nein, sie doch nicht. Da ist ein Perverser in ihrer Waschanlage. Enemy spotted. Halt, stopp! Wie kannst du nur, das arme Kind? Was? Ja, der hat so einen Sprachfehler. Was fällt dir ein, diese Familie zu belästigen? In meiner Waschanlage. Die Benutzung der Waschanlage ist nur für Fahrzeuge. Bin ich? Was? Ich muss zu meinen Klamotten. Bitte. Sie kommen mir hier nicht umgeschoren davon. Hä? Der war so sauber, dass er mir aus der Hand geflutscht ist. Oh, bitte nicht. Mädels, schaut mal. Eine Exhibitionist habe ich ja noch nie live gesehen. Nein! Bitte! Polizei, such mich! Und das werden wohl nicht gut jetzt! Wir dürfen keine Bohnen mehr nutzen, nur noch am äußersten Notfall. Meine letzte Bohne. Mein Lehrer meinte, aus mir wird nie was. Doch jetzt guck, ich bin ein Auto. Mama sagte, werd doch Arzt, aber ich wurde ein Auto. Ob bei Tag oder bei Nacht, alle gucken sie mir nach. Aus dem Land und in der Stadt, wissen sie, ich hab's geschafft. Anzug Lamborghini, das allerneueste Modell. Pizza werden Paparazzis, weil ich fahre sehr schnell. Ich bin ein Auto. Mama sagt, du wärst doch Arzt, aber ich wurde ein Auto. Ob bei Tag oder bei Nacht, alle gucken sie mir nach. Auf dem Land und in der Stadt, wissen sie, ich hab's geschafft. Ich bin dein Auto. Wo ich weiß, dass du ein Auto bist. Hier, ein Duftbaum. Du riechst ein bisschen nach Arsch. Es tut mir leid für das, was ich gleich tun muss. Ding war sicher schwer, während er das gesagt hat, nicht zu lachen. Ich will auf jeden Fall die Autos dazu sehen. Im nächsten Video. Das kommt... Weiß nicht wann. Online. Irgendwann. Also, Glocke aktivieren, folgen und Glocke aktivieren, dass ihr es nicht verpasst. Werde. Aber ich habe mich einfach nicht mehr unter Kontrolle. Daddy! Tino! Ja? Ich bin nicht dein Scheißvater! Was? Okay, dann muss ich erstmal meinen echten Dad finden. Was war das? Nur so eine kleine Vermutung.
Ich glaube, das könnte mit dem vierten Teil zusammenhängen. Vermutung. Kann sein, dass er das irgendwas mit seinem Dad ist. Mal seine Augen. Eidech so oder so. Solomon Kandler. Ich muss kurz Pause machen. So, ich habe nur kurz was am Handy gemacht. Ja, jetzt schauen wir weiter. Sorry für die kurze Unterbrechung. I look the other way. I don't see how. Okay, hier müsste der Stein versteckt sein. Thing to do with me. Oh, hurry, I need my beat. At any expense, doesn't make sense, but every cell in my body. Entschuldigen Sie bitte. Was machen Sie da? Ich muss nur. Ich muss nur da vorne hin, zum Altar. Ah, Sie sind einer der Gabenträger. Sie sind spät. Beeilen Sie sich, mein Sohn. Bin ich hier so? Diese Gabe soll uns daran erinnern, was du für Kinder in Nöten getan hast. Einfach eine von den Guten. Diese Gabe soll uns an deinen Einfallsreichtum erinnern. Diese Gabe soll uns daran erinnern, dass du uns als Familie immer wohl genährt hast. Du bist eh zu jung dafür. Was geizst du so? Diese Gabe. Diese Gabe soll uns daran erinnern, dass er uns alle immer unter den Tisch getrunken hat. Er ist an Alkohol gestorben. Ich meinte, nicht selber getrunken hat, sondern für andere gebraut hat in seiner Geheimbrauerei, die er bestimmt alle gar nicht kennt. Hier, für dich. Er ist in seiner Brauerei gestorben. Nicht Brauerei, sondern er hatte immer seine geliebte Frau dabei. Mein Matteo hatte eine Affäre? Du bist mir fremd gegangen? Was muss ich noch alles ertragen? Erste Sache mit Bibi und jetzt das? Oh, du Arschloch! Er arbeitet ihm zu Fischfutter. Band ihn weg wie Big Mac! Für Fortnite! Ich glaube, ich bin auf der falschen Beerdigung. Ich nehme ganz kurz meine Gabe wieder zurück. Nur kurz Schüssel. Nein. Leichenschänder! Kein Problem! Seelenloser! Du bist ein Seelenloser. Ginger-Shaming. Das ist mein Mann! Dino, direkt der Schäfer! Hat er nicht schon genug gelitten? Du bist der Witz, der dich geprinzt. Das wird uns beide noch verdünnen.
Du bist eine Fremdheiter. Wie hat er das T-Shirt gerade weggerissen? War das nun vorne? Oder? Körper. Ich werde verfolgt. Hier rein, schnell! Danke, Mann. Dankeschön. Oben bist du sicher. Cool, dass du so zufällig aufgetaucht bist. Es gibt keine Zufälle. Okay. Was machst du eigentlich hier? Ich habe auf jemanden gewartet. Und auf wen? Na, auf dich, Julia. Kann es sein, dass da einer von Masken ist und die das geplant haben? Wenn ja, von den Masken wäre es sehr gut überlegt. Nein, fuck, fuck, fuck! Ich kenne dich. Was? Hier, hat mir meine unerwiderte Liebe geschickt. Was? Was du einmal sagst! Da ist der Dollar! Ich brauch den! Was bekomme ich? Magische Bohnen! Deal! Junge, das sind nur Steine! Sorry! Ich hatte keine mehr! Du! Ich komme! What the fuck? Wo bin ich hier? Bittet unseren Gast doch zu Tisch. Wunderschön, nicht wahr? Rote Blumen, perfekt getrimmtes Gras. Aber weißt du, kümmert man sich nicht darum, dann wächst alles wild daher und Unkraut mischt sich in das einst schöne Bild. Daher müssen wir die Schönheit erhalten, wie bei dieser wunderschönen Mond. Oh, wo sind denn überhaupt meine Manieren? Möchtest du kosten? Frisch geschossene Hase. Hase? Was für ein Zufall, ist das? Ich glaube, Zufall meinte mit dem Osterhasen. Da liegt eine goldene Maske auf dem Tisch. Ja. Ich sagte dir bereits, es gibt keine Zufälle. Was für dich wie ein Zufall erscheinen mag, ist nur die logische Konsequenz aus all deinen vorherigen Taten. Alles, was du getan hast, hat dich unwiderruflich hierher geführt. Und somit hast du uns den Stein gebracht. So wie du uns auch zum Osterhasen gebracht hast. Monsieur Pete hat dich auf Schritt und Tritt verfolgt. Ebenso hast du uns zu Curly, dem Erschaffer der Bohnen, gebracht. Auch Wieso haben wir durch dich beseitigen können. Wieso ist tot? Er war ein Verräter. Nicht so wie du. Du bist unser Ehrengast. Wieso ich? Du kannst doch so viel Großes vollbringen. Durch deinen Kompass können wir die anderen Wächter beseitigen. Schließ dich uns an, mein Freund, und du wirst unseren Herrn kennenlernen. Denn die Zeit ist gekommen, diese Welt zu reinigen von dem Unkraut, das sich Mensch nennt. Niemals! Thank you.
kann ihn hören. Oh mein Gott, er ist unter der Erde. Joe, bist du da unten? Kannst du mich hören? Joe! Kurz was zu trinken haben. Natürlich Wasser. So, ich bin wieder da mit Wasser. Und Rum-Kugeln. Aber ohne Rum natürlich. Warte. Die sind so mit Kokos. Milch. Weiß nicht. Schmecken auf jeden Fall gut. Kein Rum. Nichts Alkoholisches. Wie gut haben wir das bitte geschnitten? Wie gut. Fuck, Mann. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwer, aber einfach gut. So dumm wieder nach euch zu suchen. Nur weil ich durch euch reich werden wollte? All diese Scheiße wäre niemals passiert. Curly und Rezo wären noch am Leben. Der Osterhase auch. Und John, der ist nicht im Knast. Scheiße! Eine letzte Bohne habe ich noch. Okay, du bist ein krasser Bad Guy, der die Welt zerstören will. Und hast sogar eine Armee, die deinen Rasen mäht, ein Känguru, das niemand versteht, was so blub macht und eine fucking fliegende Insel. Aber du hast trotzdem keine Chance hiergegen. So klein und doch so mächtig. Wärt ihr nicht so geldgeil, hättet ihr unseren Herrn wirklich Probleme bereiten können. Nein! Komm mit! Unser Ehrengast. Ich weiß, der Kompass ist für dich eine schwere Last. Du wolltest reich werden, aber hast es nicht geschafft. Dafür hast du was viel Größeres für mich verbracht. Der Mondschein ist der Schlüssel für den Neustart. Und nur durch dich entzünden wie das Feuer. Alles wird erneuert, Digga, es wird heftig. Die Ruhe vor dem Sturm, der Rest ist nicht ready. Wir sind schon lange unter euch verborgen, jeder kann es sein. Wir sind viele, die die Welt von ihren Sünden befreien. Es wird Zeit, um seinen Herrn zu empfangen. Nur durch ihn könnt ihr alle Erlösung erlangen. Wenn die Mondblumen brennen, wird der Mond rot. Blutrot und der Stein öffnet sich in ihrem Schein. Es wird Zeit, dass der Herr sich den Thron holt. Der Mann im Mond ist bald wieder daheim. Wenn die Mondblumen brennen, wird der Mond rot. Blutrot und der Stein öffnet sich in ihrem Schein. Es wird Zeit, dass der Herr sich den Thron holt. Der Mann im Mond ist bald wieder daheim. Kann ich jetzt gehen? Endlich können auch Vögel meine Zeitungen bekommen. Oh, hast du keine Hühner? Stimmt, das war im ersten Akt hat sie am Anfang gesagt, oder war das im ersten Akt? Ja, ich glaube, das war im ersten. Als sie gesagt hat, wenn sie mal berühmt ist, will sie einen Heißluftballon kaufen. Dass auch Vögel ihre Zeitung lesen können. Angst? Ich hab nie Angst. Ich denke mir immer, vielleicht hat die Angst ja selber
Angst und wer hat schon Angst vor jemandem, der Angst hat? Okay. Okay. Ich bin echt froh, dass du hier bist, Julia. Ich hab dich anfangs nicht so gemacht, um ehrlich zu sein. Wegen der Ukulele, oder? Ich kann keine Geheimnisse für mich behalten. Ich hab dir eine neue Ukulele gekauft, mit der ich dich überraschen wollte, wenn wir wieder zu Hause sind. Danke. Warte, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich habe trainiert. Weil der nach vorne Arme schon weit wird. Vorne, hinten. Wow, krank. Eine fliegende Insel. Ich wollte nur kurz sagen, ich finde das so arg. Er denkt, Suleiman denkt einfach an alles oder die Crew. Sie verwenden ja nicht nur die Videoteile miteinander, sondern auch... Ich werd dann später noch nach dem Video in ein anderes Video reinschauen. In die Zahnfee. Nein. Draschnalle. Also ich werde dann später noch in ein anderes Video, in andere Videos reinschauen, so dass man ein bisschen die Zusammenhänge versteht. Ja, er verspielt ja auch mit in den letzten Jahren, was er da gemacht hat, alles. Hängt alles zusammen. Ich weiß nicht, wie das geht, sorry. Wir haben hier voller Masken. Zum Glück habe ich für Verstärkung gesorgt. Und ich habe ihnen eine furchteinflößende Kriegsbemalung verpasst. Jetzt sehen sie nämlich aus wie... E-Girls. Das I steht für Deutsch. Was? Da ist die Insel! Was? Wo? Da! John? Ja? Du riechst ein bisschen nach Arsch. Warte. Du bist ja maskiert. Ja. Aber hiermit kannst du nicht nur dein Gesicht, sondern auch deine Daten vor ungewollten Blicken maskieren. NordVPN? Machst du gerade Werbung? Genau. Du kannst dich sogar gleich doppelt schützen mit Double VPN. Und du kannst es sogar an 6 Geräten gleichzeitig nutzen. 6 Geräten? Das ist ja... der Win der Woche. Und weil du es bist, gebe ich dir noch einen speziellen Rabattcode. Kannst du auch in der Videobeschreibung nachlesen. Cool. Ich gehe nach Hause und ändere mein Leben. Denn nun kann ich ein geschütztes Leben führen, ohne Angst haben zu müssen, ausspioniert zu werden. Hat er einen Wasserkübel über den Kopf geschüttet bekommen? Nice. Yo, Bro, kannst du mich nicht befreien? So zum Dank. Hallo, komm zurück. Mist. Psst, Joe. Julia, John, wie habt ihr mich gefunden? Ich hab dich getrackt, Bro. Aber ihr seid zu spät. Nee, verarscht. Wie seid ihr eigentlich an der Wache vorbeigekommen? Wir haben Verstärkung mitgebracht. Hier? Yeah. Hey, Ju, ich hab dein Tamagotchi gerettet. Danke. Okay, komm, lass abhauen jetzt. Aufbekommen. Warte, das geht nicht. Wir müssen ein Ritual stoppen. Nein, wir müssen hier sofort weg. Das ist viel zu gefährlich. Jungs. Hilfe. Ich habe mich gerade selbst gefesselt. John, wollen wir immer nur davonlaufen? Ja. Wir können uns verstecken. Ich habe einen Kumpel, der hat auch eine Scheune im Köppelsweg 18. Genau. Wir verstecken uns einfach. Für Rezo. Rezo ist tot. Und wenn wir abhauen, sehen wir das bald auch. Wir alle. Rezo? Wer ist das? Lass abhauen, wie diese Frau da gesagt hat. John, du musst mir nur noch dieses eine Mal vertrauen. Ich brauche dich. Nein, Mann, ich hab keinen Bock mehr drauf. Wir fallen von einem Scheißhaufen in den nächsten. Von mir aus bleib hier, aber ich schwöre dir, auf mich kannst du da nicht mehr zählen. Da war's das. John lügt. Sein Auge zuckt wieder. Danke, John. Oh, verdammt. Sieht aus wie mein Aerobic-Kurs. Seht ihr die Feuerschale voller Mondblumen? Wenn der Mondstein da drin landet, geht die Welt unter. Der Mondstein ist an einem Zepter befestigt, was jeden Moment zum Ritual gebracht wird. Wir müssen dieses Zepter klauen. Hey, Brüder und Schwestern, bringt mir das Zepter!
Oh, du kleine scheißsüßes Scheißding! Schnappt sie euch! Verstanden. Oh, Mr. Pete, sehr gut. Nehmt das. Noch jemand eine Startseile? Nein, Rainer, du bist doch alles Vater geworden. Warte ganz kurz. Ich hab's schon gemacht. Ihr solltet das bei meinem Video auch machen. Und bei dem Video von. Also bei dem Video, was ich mir gerade anschaue, auch. Und ja. Ja. Scheiße! Ich komme da! Tino!
Kennt ihr das, dass man aus diesen Köpfen, also wisst ihr, dass man aus diesen Köpfen, wenn sie noch in dieser Höhle drin sind, dass man da, wie sagt man das? Halt, man kann das so aufmachen, aber nur so einen kleinen Spalt und dann die Blütenblätter rausziehen und dann kann man das so, dass das nur so ein kleines Ding oben noch drauf ist und zu noch einem festen Kopf kann man dann da drauf geben und dann ist es so ein Kleid sozusagen, ein Mensch im Kleid, besser gesagt, ein Moorblumen, Mondblumenkleid. Geschichte mit dir, warte kurz, bin ich bereit, wollt doch noch mit dir nach Singapur. Zu wenig Zeit, drehe sie zurück an meiner Uhr, sag mir wie's geht, gibt es einen Weg. Zu wenig Zeit, die Geschichte mit dir, warte kurz, bin ich bereit, wollt doch noch mit dir nach Singapur. Zu wenig Zeit, drehe sie zurück an meiner Uhr, sag mir wie's geht, gibt es einen Weg. Wir haben zusammen so viel durchgemacht, geweint, gefetzt und tot gelacht. Die neuen Eternal Gold Klamotten. Wieder frisch im Shop? Danke. Mir geht schon ein bisschen besser. Aber letztendlich haben die Masken gesiegt. Wir haben versagt. Da man im Mond kommt, die Welt wird untergehen. Wir müssen doch irgendwas tun können. Wir können nichts mehr tun. Aber Rezo hat doch irgendwas von diesen Wächtern erzählt. Wächter? Der Osterhase. Der hatte das hier in der Hand, als wir ihn gefunden haben.
Warte, das sind die gleichen Symbole wie die auf deinem Rücken. Tu, da tut sich irgendwas. Was? Für den Mann im Mond. Nein. Menschenmengen, die machen mir ehrlich Angst. So viel, dass ich mich fast nicht mehr bewegen kann. Okay, warte ganz kurz. Hallo. Okay. Warte, wie ist das nun? Ah ja. Bei denen? Jetzt haben wir das Ganze wieder anschauen. Ja, ist 5 Minuten lang. Geht, glaube ich. Ganz kurz, ich glaube, ich kann so ziemlich fast den ganzen Text zu dem Lied mitsingen. Ich habe das Lied vielleicht eh nur so 5-mal gehört oder so. Eh nur. 5 Mal mehr als ich gesagt. Circa. Das ist meine Szene, deine Zähne, deine Gene für meine Pläne. Begegne mir nicht auf meinem Weg, verteile Schläge in deiner Gegend. Wenn die kleinen Kinder gähnen und sich abends schlafen legen, komm ich doch, bin ich zu sehen, keine Angst, ich lass euch leben. Sandwer ist kein leises Wesen, hör auf, dir da sein zu reden. Da um Türen einzutreten, ihr seid dabei, das live zu sehen. Schneide Zähne, weißer Zähne, in meiner Sammlung darf keiner fehlen. Keine Träne, hier ist Geld, ist nicht so, dass ich einfach nehme. Macht auf Erwachsen, glaub nicht, dass ich doch existiere. Doch könnt es nicht erwarten, unter eurem Kissen zu kontrollieren. Dann ist es schon passiert, raffiniert, zahnfixiert, wie schlecht die eure Zähne pflegt, ist was mich fasziniert. Bevor du sie eh verlierst, gib sie lieber mir, weil ich sie dann nicht polier, bevor ich sie dann einfriere. Zahndichte hochkonzentriert, nehme auch mit Gold verziert, hab viel experimentiert und hoff, dass es auch was bewirkt. Die Zahnfee kommt und ruht die Zähne nach, und lässt Fatala da. Und was sie daraus macht, weiß nur die Zahnfee, denn sie ruht die Zähne nach, bei dir war sie schon da. Doch warum sie das macht, weiß niemand. Willkommen im Hotel zum Zahn. Wir bräuchten einmal Ihre Buchungsnummer, Personalien und Ihre Zähne. Kama sagt, du war was hart. Putziert weg wie Zahnwasser. Bin auf der Jagd nach den Zahn. Bitte, bitte, mach doch sag mal ab. Part für Part, Tag für Tag, vom Masterplan radikal. Ich sag schon, was Papa sagt. So kriegt ihr alle Tage lang. Mann im Mond, schaut nicht mehr länger, nur von oben herab. So wie das so ist, sagt sie ein paar Monaten da. Brauchen so viel mehr Zähne für die totale Macht. Die Boten sind noch nicht bereit für diese globale Schlacht. Hört ihr die Melodie, wenn ich ins Fenster flieg? Mach dir ein Gut. Ich glaube, ja, das ist diese Hand, die auch dieses Zepter. Das ist dasselbe wie beim Zahn. Warte, das heißt, das. Ja. Einfache Alchemie und dann ist Magie. Meine Zahn-Symphonie wird jeden Tag gespielt. Zahnfee kommt und holt die Zähne nachts und lässt Fatala da. Und was sie daraus macht, weiß nur die Zahnfee, denn sie holt die Zähne nachts. Bei dir war sie schon da. Doch warum sie das macht, weiß niemand. Satan, Hase, machen,
kriege Zähne kaputt. Mit Schoko ist Schluss. Genug Zucker verputzt. Ich nehm sie in Schutz, weil ihr sie eh nur benutzt. Ihr Unwissenden habt genug Seelen beschmutzt. Ich bin die Symbolfigur, bei der alle Zähne zittern. Komme Zähne knirschen bei Tornado, Regen und Gewitter. Ihr beißt euch an mir die Zähne aus, als wärt ihr hinter Gittern. Und ich bleib locker wie manche Zähne. Ja, das ist sicher. Mein Style und mein Flow sind on point wie mein Eckzahn. Hab Vibe, hab mein Gold. Ihr Toys seid keine Rapper. Die Beats einfach fetter. Mein Video hier besser. Flow smooth wie ein Tester. Das ist meine Vendetta. Schau, wie ich einen Anzug aus purer Zahnseide trage. Bin ich keine Sadie. Jage Zähne schon seit einigen Jahren. Mache Ansagen an Center und den scheiß Osterhasen. Aber danke an Sandmann, dass die Kinder gleich so tief schlafen. Hört ihr die Melodie, wenn ich durchs Fenster flieg? Mach dir ein guten Deal. Gott, dass du sonst die kriegst. Ich mach mal den Ohren schon ein bisschen kleiner. Da oben kommt noch was drin. Da oben kommt noch irgendwas Wichtiges an. Fahre Alchemie und dann nennt es Magie. Meine Tag-Symphonie wird jeden Tag gespielt. Kaffee kommt und Rudi zerren das und lässt Matala da. Und was sie da ausmacht, weiß Rudi. Kaffee in die Rudi zerren das. Bei dir war sie schon da. Doch warum sie das macht, weiß niemand. Kaffee kommt und Rudi zerren das und lässt Matala da. Und was sie daraus macht, weiß nur die Tafeln, die Rudi zerren das. Bei dir war sie schon da. Doch. Kann es sein, dass es das gleiche Schloss oder das gleiche Haus ist wie bei den Abtrei, wo sie da sind? Warum sie das macht, weiß niemand. Und jetzt passt gleich auf. Das nehme ich beim Mond. Erinnert euch das an etwas? Zum Beispiel den letzten Teil von dem Video. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal eine Reaction, wenn es euch, ja, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wenn ich nochmal reagieren soll oder auf was ich reagieren soll. Ja. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer, wenn ihr das Video gerade schaut. Ja, bye.